Hallo und willkommen zu einer Aufnahmesession diesmal von Soma. Ich bin hier der Inselgamer. Ich heiße euch herzlich willkommen, liebe Freunde des Horror Survivals. Also ich habe mir jetzt entschlossen, mal eine Stunde einfach mal aufzunehmen und das dann zu unterteilen in mehrere Folgen. Und wir sind jetzt hier bis zum Ende des Korridors gelaufen, haben einen Feuerlöscher in diese Tür hinein gekeilt, aber trotzdem will sie nicht aufgehen und wir haben soweit alle Räume hier durchsucht, wo wir rein konnten. Wir konnten leider nicht konnten leider nicht überall rein. Deswegen will ich jetzt mal zurückgehen, weil wir müssen ja noch einen Sicherheitscode finden. In der letzten Folge habe ich mal in den Spiegel geschaut und wir sind wirklich so eine Art Roboter. Hier können wir auch nicht mehr durch. Hier ist dieses Wow, heißt das, oder dieses Virus hier, was sich ausbreitet, was mit diesem Kometen auf die Erde gekommen ist. Ja, ich würde sagen, dann gehe ich hier wieder zurück, oder? Weil woanders kann man, glaube ich, nicht weiter. Ist aber echt dunkel. War ich hier schon drin? War nur... Können wir eine Dusche nehmen? Tatsächlich, oder? Geht nicht ganz... Oder bin ich zu schwach? Kommt kein Wasser raus. Aber man kann... Nee. Leider nicht. Duschen können wir leider nicht. Habe ich hier schon mal Toiletten durchgesucht? Ich meine, es gehört sich doch, ne? Einfach mal zu gucken, ob es hier nicht irgendwas gibt. Denn ich will ja schon so spielen, dass man überall guckt und nicht einfach nur geradeaus läuft und solche sowas Sachen liegen lässt, weil habt ihr ja gemerkt, ich habe da nicht in den Spiegel geguckt, weil ich gedacht habe, man kann da nicht in den Spiegel gucken. Und da hat mich eine nette Dame, junge Dame, drauf aufmerksam gemacht, dass man auch in den Spiegel gucken kann. Ja, das können wir jetzt nur hier rauf. Und das habe ich dann mal prompt gemacht. Deswegen sind eure Kommentare wichtig, wenn ich mal was übersehe. Ich versuche ja auch, das immer so zeitnah hochzuladen. Klar ist es bei dieser Session jetzt schwierig, wenn ich jetzt eine Stunde spiele, dass ich, was ich vor, wenn ich eine Stunde um ist, dann könnte mir das natürlich... Bringt das, glaube ich, auch nichts mehr, wenn ich... Ah ja, warte mal. So. Ihr müsst jetzt wissen, ich bin leicht angeschlagen, bin erkältet und hatte Frühdienst und ist schon ein bisschen... Ist 8 Uhr, also... mir kommt es schon so vor, als ob es 10 Uhr oder so ist. Welcome to my place. When I started the art project, I pretty much lived in this lab. Cozy. Ja, im Vergleich... Zu den anderen Räumen ist es doch hier schon ein bisschen geräumiger. Immer ist ein Feuerlöscher in der Nähe. Ah, ich weiß, ich würde gerne die Türen wieder zumachen. Kann ich doch, ne? Fühle ich mich irgendwie sicherer. Außer, klar, wenn von vorne ein Monster kommt, muss ich die Tür natürlich erst wieder aufmachen. Aber irgendwie fühle ich mich sicherer, dass ich nicht so schnell verfolgt werden kann. Vielleicht könnt ihr das verstehen. Was habe ich denn hier? Eine Kassette, oder was? Was kann ich jetzt... Wo rein tun? Kann ich jetzt einfach mitnehmen. So, hier haben wir einen Monitor. Verbindungsfehler, warum? Ich werde jetzt wieder... Fehlercode 06440A12. Ah, der Fehler. Ah, ja. Kennt ihr den? Keine Verbindung zum Hauptrechner möglich. Bitte setzen Sie den Router im unteren Computerraum zurück oder wenden Sie sich an den Wartungsdienst. Heißt, wir müssen nach unten... Heißt das, dass wir hier auch runterkommen oder muss ich wieder irgendwie zurück? Hier ist eine blaue Linie. Hier. Ja, also ihr müsst bedenken, dass ich in meinem Zustand vielleicht ein bisschen unkonzentriert sein könnte. Ich bin auch so generell manchmal gerne unkonzentriert. Aber ich bin das halt nicht so gewohnt.
mit euch zu reden und ihr antwortet nicht. Ich bin ja normalerweise jemand, der immer früher immer so alleine gezockt hat oder mit Freunden natürlich. Das ist der gleiche Fehler natürlich. Also ja, unsere Aufgabe wird sein, erstmal da irgendwie nach unten zu kommen. This is where I would store the ARC scans. So you saved the whole staff digitally on these chips? That was the plan. Ah, okay, sind nicht alle auf die Chips gespeichert worden. Okay. Aber hier war doch eben eine Hand. Warum war die Hand da und ist jetzt nicht mehr da? Ah, hier. Okay. So. Hier sind auch solche Chips. Kann ich raus... Damaged. Beschädigt alle. Aber ich habe doch eben was eingesammelt. Warum kann ich... Alles kaputt? Ja. Okay. Broken. So, mache ich die einfach mal raus. Ist ja egal. Tut mir leid, Leute, dass ihr euch das Leben genommen habt. Für dass ihr hier gescannt wurdet, hier drauf seid und euer Körper tot ist. Aber es hat nicht geklappt. Ihr habt euch umsonst umgebracht. Also manche haben sich ja selber das Leben genommen. Die sich an diesen einen Typen da, ich glaube, wie heißt der, Stargard oder das, ach, keine Ahnung, wie er jetzt hieß. So außergewöhnliche Namen kann ich mir erst recht nicht so gut merken. Oh, jetzt haben wir noch eine Heil- intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Ah, okay. Ich habe eine Heile gefunden. Die anderen sind wohl alle kaputt. Hier sind wohl auch noch kaputte. Ich glaube, das reicht wohl, die eine. Dann kann ich die ja wohl da reinstecken, wo wir die eine eben rausgenommen haben. Hier rein wohl. In dieses Gerät. Hallo? Ist das hier nicht dafür? Wo soll ich denn die jetzt hintun? Ich habe hier auch was rausgenommen. Irgendwo muss ich das reinstecken. Ich kann das nirgendwo reinstecken. Also ich muss nach unten, ja? Na gut, gehen wir erstmal nach unten. Noch irgendwas Wichtiges, Interessantes. So. Ist auch noch irgendwas Komisches. Naja, ihr habt mir immer noch nicht geschrieben, was ich euch in der vorletzten Folge mal gefragt habe, wie ihr das finden würdet. In so einer Art Roboter zu leben. Ich meine... Würdet ihr lieber sterben? Also angenommen, ihr müsstet so oder so sterben. Würdet ihr denn... Also euer Körper stirbt. Also der ist nicht mehr zu retten, ja? Egal, ob das jetzt altersbedingt ist oder wegen einer Krankheit, die nicht heilbar ist. Oder durch einen schweren Auto. Simon, the last report filed by the staff mentioned struggling with something called a proxy. The proxy we killed was blind, just like Akers, but it listens. Careful, we spotted two more by the infirmary. What do they look like? Not sure. It seems to be human enough to pass for a crew member at a distance. Tall, dark, and ultimately faceless seems to be what to look out for. Oh Mann. I'll keep my eyes open. Gesichtslose Gestalten laufen hier noch rum. Oh meine Güte. Da soll ich denn also lang? So, also meine Frage ist, ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Würdet ihr das akzeptieren können, dass ihr dann... in einen Roboter weiterleben könntet, also auf so ein Chip gespeichert, alles was ihr in eurem Leben erlebt habt, ist auf ein Chip gespeichert in einem Roboter. Würdet ihr das als Alternative nehmen oder doch lieber den Tod bevorzugen? Also es würde mich interessieren, könnt ihr doch echt mal in die Kommentare schreiben. Und ich muss jetzt hier auch aufpassen, glaube ich. Sind wir hier nicht auch lang gelaufen? Dann sind wir hier da, oder? Nee, jetzt sind... Oder warte mal, wo sind wir denn? Doch, das ist jetzt hier... Ach doch, hier bin ich doch schon lang gelaufen. Stimmt, hier bin ich hier rein. Bin ich hier zurück? Stimmt. Bin ich hier nach links gelaufen. Da bin ich jetzt wieder hergekommen. Jetzt gehe ich mal hier lang. Hier waren wir auch, glaube ich, schon, ne? Oh, mein... Okay,
Okay, ich muss also hier runter. Sehe ich das richtig? Ich versuch's. Da sind wir eigentlich auch hergekommen, ne? Weiß gar nicht mehr. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau. Eigentlich hatte ich ja gehofft, ich komme mal auf diesen anderen Flur, wo wir da nicht mehr lang kamen. Wisst ihr, wo ich meine, ne? Da waren ja auch noch so Räume. Ich hätte jetzt gedacht, ich würde da irgendwie hinkommen. So, hier. Ich glaube, jetzt sind wir hier. Stimmt. War das hier so, dass wir da das denn extra hier... The laboratory terminals have lost contact with the mainframe. We need to reset the router downstairs. Don't worry, I'll take care of it. Unten zurücksetzen. Den Router müssen wir unten zurücksetzen, das weiß ich, aber... Ist das hier... Wo ist unten? Ist das hier unten? Karte... Wo muss ich denn da hin? Ist das der hier? The terminals in my laboratory have lost connection to the mainframe. Head downstairs and reset the router. Ja, wo nach unten? Wo soll ich denn nach unten? Wo geht's denn hier nach unten? Die andere Tür. Stimmt. Da gab es ja noch eine Tür. Ich vergaß. Aber ich vergaß ja niemanden. Deswegen. Also muss ich hier wohl lang, was? Oh, da kam doch dieses komische Geräusch her, richtig? Letztens, da war ich ja schon mal kurz reingegangen und dann habe ich was gehört und bin umgedreht, bin in die andere Tür gegangen, was ja eigentlich auch ganz sinnvoll so rum war. Weil ich glaube, es wäre total unsinnig gewesen, wenn wir hier als erstes reingegangen wären. Kann ich nicht speichern? Nee. Ich will hier nicht sein. Ey. Wollt ihr hier sein? Ich glaube nicht, dass ihr hier sein wollt. Aber ich muss hier hin. Das erinnert so an früher, weiß nicht, wenn man in den Keller musste. Oder? Ja, wenn man einen Keller hatte. Früher musste man Kohlen aus dem Keller holen. Oder... Da war der Versicherungskasten. Und hier ist halt der Server, ne? Der Router. Oh Mann, ich höre was. Bestimmt dieses Gesichtslose. Diese gesichtslose Kreatur läuft hier rum. Und ich weiß nicht, wie gut ihre Ohren sind. Wahrscheinlich sehr gut, weil wenn man keine Augen hat, dann hört man umso besser wahrscheinlich. Also soll ja so sein, wenn man eines der Sinne verliert, dass die anderen Sinne umso schärfer sind. Ist das hier der Serverraum? Sieht fast so aus, oder? Oh, hier ist jemand. Oh Mann, das sieht ja auch nicht mehr so gut aus, ne? Hallo? Irgendwie wirkt er so, als ob er lebt, aber kann nicht auch anwählen. Nun gut. Täler Lebens- und Umgebungskontrolle. Wow. Druck. Luftfeuchtigkeit 62%. Aber scheinbar gibt es hier nichts, was wir machen können. Dann ist es wohl doch noch nicht so richtig, wo wir hin müssen. Das war bestimmt der Hausmeister hier. Kann ich hier lang? Muss ich wohl hier rein, was?
Ja, hier lass ich die Türen mal auf. Ich glaube, da war was. Ich mach mal meine Lampe aus. Ich höre was. Das jetzt hier der Serverraum. Das ist ja wie ein Albtraum hier. Oh, da ist was, oder? Ah, Mann. Muss ich hier ne? Was ist hier? Achso, nur ein Stuhl. Ich glaube, wir laufen gerade dahin, ne? Wo dieses Vieh ist. Oh Mann. Okay, da komme ich nicht. Ah, das ist... Hilfe! Nein! Ah! Oh Mann. Gar nicht gut. Wir sind leicht lidiert. Ich will doch nur den Server neu starten. Mehr will ich nicht. Nein, das ist schon wieder das komische Vieh. Hm? Oh Mist, jetzt bin ich in der Sackgasse wieder, ne? Scheiße. Okay, Gott sei Dank kann es wohl nicht sehen. Es kann nur Licht und Dunkelheit unterscheiden vielleicht. Da läuft es. Es kommt wieder zurück. Da ist es. Mich an dem vorbei. Steht er sehr ungünstig. Sie sind gestorben.